45 Minuten noch, dann geht der Handel an der New Yorker Wall Street ebenfalls in die neue Woche. Und es sieht momentan danach aus, als wenn der Markt zunächst einmal nach oben laufen würde. Das Ganze angefeuert von einem sich erholenden Ölpreis. Sie sehen es hier, der Dow Future ist im Plus, S&P und Nasdaq Future ebenfalls. Die Themen, die momentan gespielt werden, unter anderem Facebook, Twitter, kommen wir später dazu, Tesla ebenfalls. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir uns zunächst einmal den Dow Jones an, wie der sich in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt hat. Wir sehen, bei 18.642 war das hoch, also es sieht nach einem Angriff auf das Allzeithoch aus. Das sieht momentan also gar nicht schlecht aus. Und das ist ganz interessant, was momentan Experten jetzt sagen zu dem Ölpreis, der sich ja wieder doch deutlich volatiler zeigt. Es geht jetzt um das OPEC-Treffen, das irgendwann im September, Ende September stattfinden soll, ein informelles Treffen, und bei dem es, so ist jedenfalls die Spekulation oder die Hoffnung, bei dem es dann vielleicht wieder darum gehen könnte, dass doch die Förderquoten ein wenig nach unten gesetzt werden. Das Ganze wäre natürlich gut für die Angebotsseite. Es würde dazu führen, dass der Preis steigen würde. Das ist auf jeden Fall die Überlegung. Allerdings haben sich genügend Marktexperten, Branchenbeobachter jetzt bereits zu Wort gemeldet, die gesagt haben, jedes Mal in der Vergangenheit, wenn die Erwartungshaltung an dieses OPEC-Treffen so hoch war, wurde es letztendlich auf die eine oder andere Art enttäuscht. Dafür sind einfach die Gegensätze der beteiligten Parteien zu groß, als dass ich hier einen Konsens finden würde. Jetzt gehen wir zum gleich zum ersten Wert, der momentan auch ein bisschen von sich reden macht. Also zunächst einmal sieht natürlich wirklich schick aus hier mit der Apple, mit dem Apple-Chart, der sich schön über den langfristigen Trend bewegt hat. Tim Cook hat in einem Interview jetzt den Kritikern, die ja Apple vorwerfen, man würde Steuervermeidung im großen Stil im eigenen Land betreiben und müsste jetzt einen Teil dieser 200 Milliarden, der 180 Milliarden, die offensichtlich im Ausland liegen, zurück in die USA holen, eine ganz klare Absage erteilt. Er hat gesagt, Moment, die Unternehmenssteuerung, Besteuerung in Amerika ist unfair. Sie ist eine der höchsten in der westlichen Welt. Wir würden 35% auf Bundesebene zahlen, wenn wir das Geld zurückholen würden. Und hinzu kämen weitere Steuern, also Bundessteuern, etwa im Bereich im Bereich um die, ja, nochmal 3,5, 4,5%, sodass man letztendlich auf 40% Steuerquote käme. Und da hat Cook ganz klar gesagt, solange die Steuergesetze nicht geändert werden, wird unser Geld im Ausland bleiben. Wir werden es nicht zurückholen und damit basta. Also von hier aus wieder ganz starke Aussagen von Tim Cook, der gleichzeitig dann auch noch einen kleinen Einblick darauf gegeben hat, was er denn jetzt auch an Innovationen noch in den kommenden Monaten zu präsentieren gedenkt. Er hat gesagt, okay, bei Augmented Reality sind wir auf jeden Fall mit dran. Was mich ein bisschen verwundert, weil normalerweise ist Tim Cook doch sehr verschlossen, wenn es darum geht, zu sagen, was Apple in der Pipeline hat. Aber das sieht jetzt ganz gut aus. Also von daher auf jeden Fall mal eine kleine Kaufempfehlung. Hier haben wir nochmal ganz kurz, was die Unternehmen im momentan an Cash besitzen. Ein Großteil, wie gesagt, davon in der Regel im Ausland. Es ist nicht nur Apple. Also Apple ist da wirklich in guter Gesellschaft mit Microsoft, 102 Milliarden. Alphabet, Google, 73 Milliarden. Cisco, Sie können es selber lesen, das können Sie runterzählen. Und es ist natürlich ganz klar, dass hier die amerikanische Politik gerne und der amerikanische Fiskus gerne seinen Teil abhaben wollte. Kommen wir zu Nvidia. Den Wert habe ich dabei, weil es der beste S&P 500-Wert im Tech-Bereich unter den Schwergewichten im vergangenen Jahr war. Und da schauen Sie sich das an, wie klasse das aussieht. Ein Plus von rund 150%. Der zweitbeste Wert, der kommt jetzt in diesem, ja, Quintett auf jeden Fall. Das wäre Amazon, die sich ja ebenfalls ganz hervorragend entwickelt haben. Aber Sie sehen, Amazon, da ist wirklich kein Blumentopf zu gewinnen. Schauen Sie sich den Spaß hier an. Also nicht einmal halb so stark gestiegen, etwa nur um die 45%. Gut, kommen wir zu Alibaba. Ein weiterer Wert, der von sich reden gemacht hat, nämlich mit sehr guten Zahlen, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden und die letztendlich dazu geführt haben, dass Alibaba das höchste Wachstum seit dem Börsengang letztendlich gemeldet hat, wenn man auf dem Weg bleibt. Sie sehen 60% im Jahresvergleich beim Umsatz und beim Bruttoumsatz, was über die Plattform letztendlich, über die Alibaba-Plattform letztendlich umgesetzt wurde, haben wir hier ebenfalls ein deutliches Plus, 25%, und der Großteil, nämlich 3/4 mittlerweile, werden mobile umgesetzt, und das ist ja der Weg, der momentan beschritten wird, nämlich dass die ganzen Plattformen versuchen, ihre Nutzer in die mobile Welt zu ziehen.
Dann sehen wir einen weiteren Teil, den wir jetzt noch mitgebracht haben, um zu zeigen, wie groß das Wachstum tatsächlich ist bei den 32,2, wenn wir die im Vorjahr zum Vorjahresvergleich bei den 20,2 sehen. Also hier nochmal schön veranschaulicht das Wachstum bei Alibaba. Und Sie sehen es hier nochmal, die höchsten Wachstumsraten letztendlich seit dem Börsengang. Dann, Twitter hat von sich reden gemacht. Es gab ja letzte Woche offensichtlich einige Spaßvögel, die unter dem Hashtag SaveTwitter dann das Gerücht verbreitet haben, das Unternehmen würde 2017 seine Pforten schließen. Das hat Twitter mittlerweile dementiert. Wie es zu dieser Falschmeldung kam, wie es zu diesem Gerücht kam, nun, das wird sich wahrscheinlich jetzt so auf die Schnelle nicht herausfinden lassen. Allerdings, wenn Sie sich diesen Kursverlauf hier anschauen, könnte schon sein, dass der ein oder andere Shortseller da auf dem falschen Fuß erwischt wurde und versucht hat, jetzt auf seine Art dann doch mal für schlechte Stimmung zu sorgen. Bei Twitter muss man jetzt ganz ehrlicherweise sagen, der Sprung knapp über die 200-Tage-Linie ist geglückt. Das ist erstmal ein guter Ansatz. Allerdings muss das natürlich bestätigt und dann auch weiter ausgebaut werden. Von daher sieht das jetzt gar nicht so schlecht aus. Übrigens soll es ja Gespräche gegeben haben zwischen Twitter und Apple, dahingehend, dass Twitter, die Twitter-Plattform letztendlich auch bei Apple-Geräten in das Apple TV letztendlich eingebaut wird und die Nutzer von Apple TV dann letztendlich ja verschiedene Football-Spiele, die Twitter ja im Livestream übertragen darf, dann ebenfalls sehen könnten. Für Twitter wäre das sicherlich sehr viel besser, als es erstmal für Apple Auswirkungen hat, und es würde den Kurs sicherlich noch mal ein bisschen pushen können. Aber Sie sehen es schon, das sind mittlerweile gut 50%, die wir hier gemacht haben. Und ja, da kann es dann auch mal zu einer kleineren Korrektur kommen. Ohnehin, wenn wir über Twitter reden, müssen wir Weibo natürlich mitbringen. Ich würde jetzt sagen, das chinesische Pendant, aber es ist letztendlich der Twitter-Klon aus China. Und wenn Sie da schauen, wie sich da in den vergangenen Monaten die Kurse entwickelt haben, also das hat jetzt natürlich schon richtig Auswüchse angenommen. Es ging relativ rasant von 150 auf 224% letztendlich und die Outperformance hier auch ganz klar. Wir hatten Weibo übrigens auf unserer Kaufliste gehabt, wir haben sie rechtzeitig zum Kauf empfohlen, es ist ordentlich was hängen geblieben, also hier darf man gerne auch Positionen glattstellen, beziehungsweise ja, einen Teil der Position glattstellen und den Rest der Gewinne lässt man ganz einfach laufen. Bei Twitter würden wir uns wünschen, dass sie noch 2-3% sich von dieser Durchschnittslinie abhebt, damit dann letztendlich ein doch deutlicheres Kaufsignal stattfindet. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Handel, einen schönen Nachmittagshandel jetzt und dann natürlich auch in den USA. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.